Ein Café au lait im Bistro, ein letzter Blick auf den Terminkalender. Dann ist Veronika Heilbrunner gerüstet für die Pariser Modenschauen und die Fotografen, die sie dort erwarten. Mit 1,86 Meter sticht die Berlinerin sowieso ins Auge. Doch mit ihren ausgefeilten Looks ist die 34-Jährige eine Streetstyle-Ikone geworden. Wenn ich sozusagen meine Show ankomme und die Fotografen stützen sich auf mich, dann freue ich mich wahnsinnig, weil ich mir denke, wow, das ist ja unglaublich, dass wenn ich ankomme, dass sich alle freuen und ein Foto von mir wollen, weil es ja, also woher kommt das? Als Model war sie zu groß, deswegen wurde die Fashionista zur Modejournalistin. Heute schreibt sie für ihre eigene Online-Plattform. Beim Luxuslabel Chloé sitzt Veronika Heilbrunner in der ersten Reihe mit bester Sicht auf die Looks der Kollektion. Die gehen sofort auf ihr Instagram-Konto mit 69.000 Abonnenten. Dann geht es zurück ins Hotel. Hier stapeln sich schon die Einladungen. Mittlerweile kann sich Veronika Heilbrunner aussuchen, welche Schauen sie besuchen will. Also ich pick mir wirklich meine Perlen raus. Also ich mache nicht so dieses klassische, dass ich mir wirklich von morgens bis abends jede Show angucke. Zu den auserwählten Designern geht die Trendsetterin top gestylt. Von den Modehäusern bekommt sie die Kleider, die sie zur Show tragen möchte, leider nur geliehen. Das ist natürlich für mich wahnsinnig toll, weil ich so immer die neuesten und wunderschönen Teile tragen darf, die teilweise noch nicht erhältlich sind. Und die Designer freuen sich natürlich auch, weil ich fotografiert werde. Für Paco Rabanne hat sich Veronika Heilbrunner diesen Look ausgesucht. Auch hier ist der Deutschen ein Platz in der Front Row sicher, nur ein paar Meter von Anna Wintour entfernt. Das ist meine erste Paco Rabanne-Show. Mir haben die letzten, wenn ich sie gecheckt habe, online immer sehr gut gefallen. Ich finde das, was der Designer Giuliano Sena macht, sehr interessant und jetzt bin ich gespannt. Auf dem Laufsteg ein Mix aus asiatischen Einflüssen, coolen Jeans und futuristischen Kleidern. Die Modeexpertin gratuliert und auch der Designer weiß Social Media Stars wie sie zu schätzen. Mir gefällt diese Herangehensweise, die sie von traditionellen Journalisten unterscheidet. Ihr gefällt ein Kleidungsstück oder es gefällt ihr nicht, nur darauf kommt es an. Und für Veronika Heilbrunner geht es schon weiter zur nächsten Show.